Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe uns. Ich habe heute wirklich einen mega Berg von Hardcovern. Das Ausgabe wird also ein bisschen länger dauern. Anfangen möchte ich mit The Walking Dead, kam ja im November raus. Ich habe es noch eingepackt, gar nicht gelesen zu meiner Schande. Ich hatte so viel zum Lesen, wie ihr gleich sehen werdet. Ich packe das Ganze auch nicht aus. An den Zeichnungen wird sich auch nicht großartig was verändert haben. Und falls ihr es nicht geguckt habt, bis jetzt da gelesen habt, nachher spoilert es irgendwie. Ich pack's gleich weg. So, hier eine etwas ältere Ausgabe, Sherlock Holmes. Dazu habe ich auch schon eine Review geschrieben. Fand ich sehr cool. Zombies und Sherlock Holmes. Mal was ganz Neues. Zeichnungen, darum geht's hier. Gefallen mir sehr gut. Natürlich ist natürlich auch eine franco-belgische Ausgabe. Was soll man auch schon großartig am Rummeckern haben? Und Splitter bringt natürlich auch sehr gute Sachen immer raus. Hier Sherlock Holmes gegen ja, Zombies. Ist, das Coole ist, ich mache es mal nebenbei auf, nicht, dass ich dann aus Versehen letzter Seite packe. Hier sind die ganzen Sachen, die so ein bisschen in der Zeit reinfallen, hier, also hier oben hier mit Sherlock Holmes, Jack the Ripper, Van Helsing gegen Jack the Ripper zum Beispiel auch. Also in andere Ausgaben, die sind schon erschienen, die habe ich auch auf dem Stapel nochmal zum Zeigen. Hier kommen so einige Sachen raus oder sind schon rausgekommen. Also von daher solltet ihr mal diese Splitter Doubles, gerade diese Sherlock Holmes Reihe mal anfangen zu lesen, wenn ihr es noch nicht habt. Hier hinten ist dann nochmal ein cooles Extra dabei. So ein bisschen, wo man sich befindet. Crime Alleys, wenn man es hier rumklappt, da sind wir gerade. Nee, Crime Alley ist was anderes, habe ich tatsächlich Blödsinn. Egal. Auf jeden Fall, hier sind die ganzen, die Zeitlatafel, wo man nochmal nachlesen, damit man ungefähr weiß, was davor passiert ist, was danach passiert ist. Also von daher, wer sich für Sherlock Holmes interessiert, sollte hier einfach mal reingucken. So, das nächste, Isabella, die Wölfin von Frankreich, fand ich auch nett. Band 1 von 2 ist auch bald abgeschlossen. Hier hätte man vielleicht auch ein Double machen können. Aber hier geht es um Intrigen, um Ritterburgen und so weiter und so fort. Review ist online, wenn ihr euch für den Inhalt interessiert. Ich zeige euch ja, wie gesagt, hier nur das Äußerliche. Hier sehen wir eine wunderschöne Königin, sehr schön gezeichnet. Einen bösen König, einen bösen Vater und so weiter. Hier hat man viel eine Hexenverbrennung, hätte ich fast gesagt. Nein, hier werden Menschen verbrannt. Sie verzieht das, was auch ganz sinnhaft dafür ist. Er guckt vergnüglich hier oben. Sie guckt total regungslos, als ob nichts wäre. Das ist voll fies. Also allein diese Optik hier von den Panels her ist schon beeindruckend. So, ich packe das mal hier nebenbei alles hin. Heiligtum Genesis erinnerte mich irgendwie so an Indiana Jones. Zeichnungen sind klarer als die eben. Futuristischer vielleicht sogar. Das Papier ist auch Hochglanz. Ja. Lange geben wir auch die Worte aus. Wer Indiana Jones kennt, kennt auch so ähnlich das Buch hier. Ist es trotzdem ein Kauf wert, sage ich jetzt mal. Review ist auch online. Aber ist es schon so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. Hier, was ganz Tolles. Endlich Fight Club 2. Hier wurde sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was wohl passiert 10 Jahre nach den Geschehnissen vom Film und Buch. Total geil. Allein diese Szene hier oben schon. Sie sitzt hier, also die Frau von Tyler sitzt in einer ganz speziellen, eigentlich voll mies Selbsthilfegruppe. Allein diese Szene war sowas von mies. Ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten. Ihr könnt dazu auch mal die Review lesen. Die habe ich natürlich auch schon online auf der Homepage. Aber ja, also auch dieses Comic, das ist ganz im Sinne des Films. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Also das ist schon fast eine Pflichtausgabe, hier das zu kaufen. Aber da gibt's, führt auch keinen Weg dran vorbei. Fight Club 2, total genial. Also kaufen. Hier genauso ist Zombies, Neurokologien, tot, weil dumm. Das muss man mal als ein Wort aussprechen. Tot, weil dumm. Auch ganz lustig. Anderer Schauplatz. Es ist jetzt der zweite Zyklus. Mache ich mal hier vorne auf, um euch das zu zeigen. Der erste Zyklus ist ja abgeschlossen. Jetzt beginnt der zweite Zyklus, der mit dem dritten Teil dann auch abgeschlossen ist. Der erste spielte so ein bisschen auf französische Politiker an und die Flucht nach Genf. Und das hier spielt hier oben in kalten Skandinavien. Und allerhand den Zeichnungen kann man schon hinsehen, dass es aber eine absolut geile Ausgabe war, genauso wie die Ausgaben davor.
Also sehr empfehlenswert und auch sehr blutig, wie man hier vielleicht, ich pack's mal besser an die Kamera, wie man hier erkennen kann. Und das hat mir sowas von dermaßen gefallen. So ein geiles Ende. Also wow, das hat mir so gut gefallen. Mies auch teilweise. Und man wird auch ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Und. Das ist also richtig genial gewesen. Kannst auf jeden Fall mal so Walking Dead. Ja, ich lege mich vielleicht aus dem Fenster aufnehmen. Ist eine coole Alternative dazu. Würde ich mir, wenn ihr das noch nicht habt, auf jeden Fall mal reinziehen. Red Skin habe ich erst noch ein paar Seiten gelesen. Aktuell werde ich auch eine Review zu schreiben. Genauso wie Zombies habe ich auch schon geschrieben. Könnt ihr gucken. Die ersten Seiten, muss ich sagen, also das Cover an sich, habe ich schon ein bisschen durchgeblättert, sagt viel aus. Aber es passiert dementsprechend, was es aussagt, nämlich Sex und Nackt und Brüste, passiert hier nicht so viel. Also wenn ihr so seht, ihr seht jetzt mal eine sexy Agentin, auch seht ihr nicht, weil ihr nicht in der Kamera seid, aber hier oben eine sexy Agentin, aber das war's dann auch schon. Also oben wird viel mehr Sex versprochen, als es dann einhält. Ich habe erst ein paar Seiten gelesen, kann auch gar nicht sagen, ob es mir gefällt, aber auf jeden Fall, ich muss es haben. So, Van Helsing gegen Jack the Ripper, ich hatte es ja eben schon angekündigt, Review habe ich gerade geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen, die Vermischung zwischen real Geschehnissen mit Jack the Ripper und Fiktion Van Helsing, dem Vampirjäger, war schon toll. Die Story taucht so langsam ein. Und ja, lest in der Review auf jeden Fall nach. Ich wollte nicht so viel über die Handlung erzählen, weil es hier mehr bei den Videos um die Zeichnung geht. Die sind toll, oder? Guckt es euch an. Sich richtig toll eigentlich. Gefällt mir richtig gut. Also auch dunkel alles gehalten, mies auf jeden Fall. Klar, Details im Hintergrund, so soll es sein. Richtig tolles Bitter Double. Da hatte ich auch in der Review reingeschrieben. Ich habe 5 von 6 Sternen gegeben. Die alten Knacker, ja, Publikumspreis gekriegt. Richtig geil, wird auch weitergemacht. Ich hatte glaube ich in der ersten Review geschrieben, dass es nur ein Zweibänder ist. Hatte irgendwie falsche Informationen. Hier, es kommt auch ein drittes Band raus. Die Zeichnungen sehen jetzt auf den ersten Blick vielleicht aus, na, aber sie haben was. Also ihr müsst euch die auf euch wirken lassen. Und dann habt ihr solche Gesichtsausdrücke da. Und es ist einfach genial, auch gerade mit der Gesichtsmimik, wie hier gespielt wird. Um die Gefühle spielen zu lassen, erzählen zu lassen quasi, ist richtig genial und die Story ist sowas von genial. Ich habe es auch meiner Arbeitskollegin gezeigt, die eigentlich kaum Comics liest. Wir haben Comics und die hat sich in diesen Comics, in dieses Comic verliebt vom ersten Teil, im zweiten Teil, den hier bringe ich hier mit zum Lesen. Richtig geil. Also ich kann dieses Comic euch nur ans Herz legen. Ihr werdet lachen, ihr wird ein bisschen traurig ist es auch zwischendurch mal, aber es geht hauptsächlich um Humor, um Klassenkampf. Also hier wird so viel reingespielt, um Liebe geht's und Familie und ach, das ist einfach klasse. Die alten Knacker auf jeden Fall kaufen und das hier kostet die obligatorischen 14,80 € und dafür ist es allemal das Geld wert. Schönes Hardcover auf jeden Fall noch kaufen. Hier Apostel, legendäre Piloten, Band 2. Auch hier geniale Zeichnung, auch allein dieses geniale Bild, also wow, super. Auch hier, auch detailreich, die Steine, die Gesichter, alles, die Haare flattern im Wind, die Blitze, der Nebel und so weiter und so fort. Man liest es ziemlich schnell durch. Ihr seht auch schon die Dialoge, das ist hier schon viel, ist jetzt nicht so. Man sieht hier zum Beispiel sowas und so, ne? Es ist wirklich, hier wird wenig gesprochen. Man hat es in 20 Minuten durch. Aber die Geschichte von dem Piloten, den ich übrigens vorher nicht kannte, John Mimose, sagt mir jetzt nicht so viel. Mittlerweile schon ein bisschen mehr. Aber auch, ja, so ein Abenteuer-Flair natürlich entsteht natürlich. Und wie Menschen sich gegen Gefahren strotzen und der Abenteuergeist und wie sie da durchkommen, halt durch so einen großen Sturm, was da alles so passiert und der Durchhaltewillen von Menschen und was solche Randnotizen sind ganz interessant. Ist auch zweilastig die Story. Lest mehr in der Review, ich schweife schon wieder ab. Zeichnungen gefallen mir sehr gut. Jetzt kommt von Panini die nächsten zwei Ausgaben. Sonnenstein, SM zwischen Lesben. Das spricht natürlich an. Und ja, und ist oh, klasse. Also ja, hier muss man aber gucken, ob die Zeichnungen so detailreich sind, dass es für ein großes Cover ist. Image, hier Pop, wie heißt der Verlag? Hier, Top Crow heißt er. Haben das als kleines Format, US-Format rausgebracht. Und hier wird es groß gemacht. Es wirkt, es ist geil. Vielleicht macht es auch jemand geil, so viel Brüste zu sehen. Also hier geht es wirklich zur Sache. Also hier wird nicht lange rumgefackelt. Hier sieht man eindeutige Posen, wie ihr es gerade seht.
Ich stelle das Comic vielleicht nochmal alleine vor. Vielleicht sollte ich es nochmal alleine vorstellen. Das hält nämlich ein bisschen raus. Ich wollte euch nur nochmal kurz im Hardcover-Update zeigen, diese Cover. Die Cover sind richtig geil, richtig cool gezeichnet, Tuschezeichnung, richtig gut. Bildformat, Fotoformat, richtig cool futuristisch. Da passt es vielleicht auch besser rein. Aber ich denke, das Band werde ich euch nochmal einzeln vorstellen, noch ein bisschen neu, vielleicht mal ein bisschen was zur Handlung erzählen. Da werde ich auf jeden Fall noch was machen. Der Krieg der Knirpse, das Haus der Findelkinder. Erster Weltkrieg, endlich mal auch den ganzen Wahnsinn aus Kinderaugen präsentiert. Super genial gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Reviews natürlich online, könnt ihr durchlesen. Deshalb nur die Zeichnung. Ja, ich zeig's euch. Ja, toll, oder? Auch wieder der Hintergrund nicht vernachlässigt. Was ich wichtig finde, also ich merke, ich spiele jedes Mal auf die Details und den Hintergrund ein, aber es ist mir so wichtig, gerade bei UAS-Comics wird da wegen der Schnelle der Zeit so viele Details vergessen, was es ein bisschen unschöner machst. Und hier ist so ein leicht kindlicher, verspielter Zeichenstil. Da sieht man auch alles ein bisschen mehr raus. Man lebt quasi mehr die Geschichte. Deshalb finde ich immer, lasst euch mehr Zeit für eure Zeichnung, liebe Zeichner Amerika. Aber naja, ihr werdet nicht verstehen, was ich sage. Hier auch ein bisschen dialoglastiger auf jeden Fall. Auch die ganzen Gefühle, was hier rüberkommt. Richtig toll. Also das kriegt der Knöpse, hat Panini was Tolles rausgesucht. So, das war's auch schon. In Anführungszeichen schon. Also reichlich dazugekommen. Reichlich Empfehlung auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.